So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allerseits. Herzlich willkommen. Servus nach Österreich. Grüße in die Schweiz. Hier, ja, vom schönen Bodensee. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute Abend zu unserer Business-Präsentation, ja, von Forever Living Products. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle ganz gut. Wir können kurz einen Verständigungstest machen. Wenn Sie mich hören, ganz einfach kurz in den Chat reinschreiben, ob alles in Ordnung ist, ob Sie mich hören können. Dann wäre alles super. Ah ja, schön. Gäste auch aus Monaco, auch mit dabei vom Fürstentum Liechtenstein. Boah, halb Europa ist vertreten, zumindest der deutschsprachige Teil. Ja, möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name Dietmar Reichle. Ich bin mittlerweile seit 14 Jahren für das Unternehmen Forever Living Products tätig. Lebe mit meiner Frau in der schönen Schweiz, direkt an der Grenze am schönen Bodensee. Und geboren bin ich 1959 in Meßkirch, das kennt wahrscheinlich kein Mensch. Das ist so eine kleine Stadt im Süden in der Nähe vom Bodensee. Gelernt habe ich mal was ganz, ganz Normales. Zunächst mal vielleicht etwas zu meiner Story, zu meinem Hintergrund. Ich bin gelernter Konditor, war zuerst in meiner beruflichen Laufbahn angestellt. Also ganz normal angestellt mit einem Chef und mit einer monatlichen Lohntüte, habe aber relativ schnell erkannt, dass das nicht das ist, was ich in meinem Leben haben möchte, weil die Nachteile waren einfach zu groß. Mein Chef sagte, wann ich Urlaub kriegen kann, und im Weihnachtsgeschäft, in der Konditorei oder im Ostergeschäft war das einfach nicht möglich. Also ich musste dann Urlaub machen, wenn das Unternehmen Betriebsferien gemacht hat, und es war nicht unbedingt die Zeit, wo ich Urlaub machen wollte. Ja, dann fuhr mein Chef das bessere Auto als ich, weil mit meiner Lohntüte konnte ich mir das Auto meiner Begierde ganz einfach nicht leisten. Irgendwie habe ich relativ früh erkannt, dass die Geschichte als Arbeitnehmer nicht so richtig meine Wünsche erfüllt und mir nicht das bieten kann, was ich gerne hätte und was ich vom Leben erwarte. Also entschloss ich mich im zarten Alter schon mit 23 Jahren, mich selbstständig zu machen, also selbst ein Chef zu werden, ein eigenes Café zu eröffnen. Das habe ich dann auch gemacht und habe gedacht, yes, jetzt ist es toll, jetzt bist du selbst Chef und du kannst selbst bestimmen, wann du Urlaub machst und all diese Dinge. Aber nach einigen Jahren musste ich feststellen, dass auch diese Geschichte als Selbstständiger auch so seine Tücken hat. Auch das konnte mir nicht alle Träume in meinem Leben erfüllen, weil letztendlich war nach einigen Jahren nicht ich der Besitzer eines Geschäftes, sondern eigentlich war das Geschäft der Besitzer von mir. Und ich musste eigentlich immer dann arbeiten oder eigentlich immer arbeiten und vor allem konnte ich nicht mehr die Dinge tun, was eigentlich so meine Leidenschaft war. Ich musste mich um ganz andere Dinge kümmern, wie Personalangelegenheiten, Steuergeschichten, all diese Sachen. Das war alles nicht so das, was ich wollte. Nun, das war dann auch nicht so richtig das. Und dann habe ich irgendwann als Quereinsteiger eine Karriere als Verkäufer begonnen. Ich kam also zur Rundfunkwerbung, habe dann jahrelang Rundfunkwerbung verkauft und hatte keine Angestellten. Ich brauchte kein Geschäft. Ich habe Provisionen erhalten und das war prima. Ich habe richtig gutes Geld verdient, damals beim privaten Hörfunk. Ja, bis ich dann eines Tages leider mehr verdient habe als der Geschäftsführer des Senders. Das war dann wiederum nicht gut. Und meine Verträge wurden geändert, meine Provisionen wurden gekürzt, meine Gebiete wurden verkleinert, ich habe Untervertreter reinbekommen, man hat mir meine Umsatzziele hochgesteckt und die Firma hat es tatsächlich geschafft, mir den Spaß an meinem Geschäft zu nehmen. Und irgendwie dachte ich, es muss doch noch irgendetwas geben, wo ich all die Vorteile habe, wo ich arbeiten kann, wann ich will, wo ich arbeiten kann, wo ich will, mit wem ich will. Und das muss doch irgendwie möglich sein. Und dann kam es dann irgendwann dazu, dass ich 1992 diese Vertriebsform kennengelernt habe, der ich seit diesem Tag dann auch treu geblieben bin, also mittlerweile seit 23 Jahren. Und das ist ganz einfach Network Marketing oder Empfehlungsmarketing, worüber wir heute reden. Auch dort habe ich meine Höhen und Tiefen erlebt, bis ich dann 2001 endlich bei dem Unternehmen gelandet bin, wo ich heute noch bin, mit meiner Frau. Und das ist ganz einfach Forever Living Products. Da haben wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut was erreicht. Wir sind Diamond Manager im Unternehmen. Das wird Ihnen jetzt nichts sagen. Das wird Ihnen Ihr Gastgeber nachher gerne erklären, mit dem Sie sich jetzt das sicher gemütlich gemacht haben zu Hause auf dem Sofa. Und das ist auf jeden Fall eine Position, wo man, sage ich jetzt mal, finanziell ganz gut leben kann. Nun, heute Abend soll es darum gehen, wer ist Forever und und vor allem, was machen wir? Das möchten wir Ihnen erklären und ich möchte Ihnen auch erklären,
wie wir es machen. Das ist so die dritte Frage, um die wir uns aber vielleicht mal als erstes kümmern. Was wir tun, ist ganz einfach Empfehlungsmarketing. Und die Frage ist, was haben Sie davon, etwas zu empfehlen? Sehen Sie, Empfehlungsmarketing ist etwas, was Sie wahrscheinlich schon Ihr ganzes Leben tun, ich auch. Nur dummerweise werden Sie nicht dafür bezahlt, ich schon. Und das meine ich jetzt damit, ganz klar. Sie haben mit Sicherheit schon mal etwas empfohlen, wovon Sie begeistert waren. Vielleicht ein Restaurant, ein Kinofilm, völlig egal was. Irgendetwas, wovon Sie begeistert waren, das haben Sie anderen Menschen erzählt. Und die sind Ihrer Empfehlung gefolgt, sind ins Kino gegangen oder ins Restaurant zum Essen. Aber was haben Sie davon? Ja, Sie haben gar nichts davon. Ich hingegen schon. Also deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, auf die Seite des Empfehlungsmarketings zu wechseln und das Ganze für Sie arbeiten zu lassen. Sehen wir uns aber zunächst mal an, wie es traditionell im Vertrieb läuft und das schon seit 300 Jahren. So kennen wir das ganz einfach. Da schalte ich jetzt mal meinen Zeiger da oben noch mit dazu ein. Seit 300 Jahren kennen wir das. Produkte werden hergestellt oder angebaut. Sie werden produziert bei einem Produzenten. Sie kommen in den Handel. Da sind sehr oft mehrere Wege, Großhandel, Importeure, Großhändler, Zwischenhändler, Einzelhändler. Dann geht es letztendlich in den Vertrieb. Es wird enorm viel Werbung für Produkte gemacht, bis dieses Produkt dann letztendlich beim Endkunden landet. Ganz einfaches Beispiel, nehmen wir eine ganz normale klassische Blue Jeans, die irgendwo hergestellt wird, meist heute in Fernost, in Bangladesch, für ja, ein paar Cent, für ein paar Euro. So eine Jeans kostet vielleicht 2, maximal 3 US-Dollar in der Herstellung. Aber was kostet dann so eine wertige richtig gute True Religion Jeans oder sonst eine Jeans im Fachhandel, richtig gleich mal so über 100 Euro, manche vielleicht sogar noch viel, viel mehr. Die Frage ist, wo ist der Rest geblieben? Und das ist ganz klar, der Rest geht eben hier in diesem traditionellen Vertrieb. Diese Margen werden da ganz einfach verteilt. Nicht so im Einkommens- oder die Einkommensmöglichkeiten im Empfehlungsmarketing. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Unser Partner Forever Living Products liefert seine Produkte, die er übrigens selbst herstellt, da kommen wir gleich noch dazu, direkt an seinen Distributoren ohne irgendwelchen Zwischenhandel. Und der wiederum hat nun zwei Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Einerseits bedient er direkt seine Endkunden. Ja, das sind so ein paar Endkunden, die man sich mit der Zeit aufbaut. Wie das geht, erzählen und zeigen wir Ihnen. Und Sie haben dann eben die Möglichkeit, entweder aus diesen Kunden oder aus Menschen, die eine geschäftliche Möglichkeit suchen, Teammitglieder zu bilden oder zu finden, die wiederum Endkunden haben. Aber das sind eben Endkunden, mit denen Sie persönlich gar nichts mehr zu tun haben. Das macht Ihr Teampartner. Und er ist ebenso wie Sie in der Lage, ebenfalls weitere Teammitglieder für sein Team zu gewinnen. Und das ist das Schöne, was bei uns passiert. Aus Ihnen, aus Ihrer Empfehlung entstehen die ersten Kunden, die ersten Partner, die wiederum die ersten Partner haben, die ein paar Kunden haben. Und so erwächst aus Ihnen ein immer größer werdender Baum, dessen Stamm und dessen Ursprung und Wurzeln letztendlich der Beginn von Ihnen war und ist Ihrem Geschäft. Bei mir und bei meiner Frau sind es mittlerweile weltweit über 100.000 sogenannte FBOs, Forever Business Owner, die darin entstanden sind in diesem Geschäft. Und es gibt Partner in unserem Geschäft, die da schon weit über 1 Million Partner weltweit haben. Und alle diese Partner haben ebenso ein paar Kunden. Also das sind ganz klare Vorteile für Sie, wenn Sie mit Forever beginnen. Dann entscheiden Sie, wie viel Zeit Sie für dieses Geschäft verwenden. Das ist völlig bei Ihnen. Sie sind der Boss von Ihrem eigenen Geschäft. Ganz klar, Sie entscheiden, wie viel Zeit und Sie verdienen damit Ihr Geld. Das ist ein ganz, ganz bewährtes und einfaches System, was Ihnen einfach ermöglicht, wirklich von zu Hause aus zu arbeiten, so wie ich heute Abend hier dieses Webinar halte und mit vielen, vielen Menschen, es sind mittlerweile über 70, in ganz Europa sprechen kann. Sie können von zu Hause aus arbeiten. Das macht uns natürlich das Internet heute sehr, sehr einfach. Jeder hat bei uns dieselben Chancen und ja, Sie können ein sogenanntes passives Einkommen damit generieren. Das ist lieb, danke. Ich kriege gerade was zu trinken gereicht. Da redet man sich ja ein Wolf. So, das passive Einkommen.
Was wir auch haben, sind internationale Märkte. Das Unternehmen ist in vielen Ländern tätig, kommen wir gleich nochmal dazu. Und somit können Sie natürlich auch ein internationales Geschäft aufbauen. Und sehen Sie, das ist ganz, ganz angenehm. Im Sommer, ich fahre ganz gern Motorrad, da fahre ich dann auch ganz gern mal nach Italien. Aber ich kann eben in Italien genauso mein Geschäft aufbauen. Und neben dem Motorradfahren, wenn vielleicht mal schlechtes Wetter ist, dann kann ich eben ein Meeting machen mit unseren Teampartnern in Italien. Und das macht richtig viel Spaß. Übrigens macht es sehr viel Spaß heutzutage. Ich kann Motorrad fahren, wenn das Wetter schön ist und nicht, wenn mein Chef sagt, dass ich fahren kann. Persönliche Weiterentwicklung ist ein großes Thema und wirklich ein sehr, sehr gutes Einkommenspotenzial. Dafür sorgt unser Vergütungsplan, unser Auszahlungsplan bei Forever Living Products, den ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nicht ausführlich erklären will, weil ich glaube, das würde den Rahmen sprengen heute Abend in so einem Webinar und vielleicht den einen oder anderen langweilen oder Sie würden es vielleicht dann auch nicht so gut mitbekommen oder gleich verstehen. Deswegen haben wir Folgendes gemacht. Ich habe hier diesen Vergütungsplan unter www.business.webinar-meeting.de oder wenn Sie jetzt gerade ein Handy in der Hand haben, scannen Sie ganz einfach diesen QR-Code, dann kommen Sie direkt auf ein Video. Da können Sie sich im Anschluss an dieses Webinar diesen Vergütungsplan ganz genau erklären lassen, Schritt für Schritt, mit dem Vorteil, Sie können zurückspulen, wieder angucken, wenn Sie irgendwas noch nicht so richtig verstanden haben. Da wird er ausführlich erklärt. So, wer ist Forever? Wer ist dieses Unternehmen, was eigentlich fast niemand kennt, aber mittlerweile ein weltweiter Milliardenkonzern ist? Forever wurde gegründet 1978 in Scottsdale, Arizona, von diesen sympathischen älteren Herren. Das ist Rex Morn, er ist der Gründer von Forever Living Products, ja, und hat mittlerweile ein Geschäft aufgebaut, was weltumspannend ist. Und ich weiß, was Sie denken, oh, der Mann sieht ja schon etwas älter aus. Muss man darüber nachdenken, wie lange er dieses Geschäft selbst noch richtig leiten kann. Da brauchen Sie keine Sorge haben. Wir haben ein globales Management-Team und sein Sohn Greg Morn, der hier im Bild ist, ist mittlerweile Präsident von Forever Living Products und er ist der CEO. Und diese Mannschaft hier, das ist was ganz, ganz Tolles. Diese Mannschaft ist wirklich schon seit über 20 Jahren im Boot, ohne Fluktuation, ohne Wechsel. Also ein ganz klassisches Familienunternehmen. Forever Living Products ist schuldenfrei. Forever Living Products ist kein Shareholder-Unternehmen, keine Aktiengesellschaft, ist wirklich ein reines Privatunternehmen. Wer ist Forever? Wir sind weltweit der größte Anbauer von Aloe Vera. Und wenn man es mal richtig sehen will, Forever Living Products ist eigentlich ein landwirtschaftlicher Betrieb. Wir bauen Aloe Vera selbst an auf eigenen Plantagen. Ich zeige Ihnen nachher gleich noch einen kleinen Film und vertreiben und entwickeln die Produkte und vertreiben die Produkte mittlerweile in mehr als 155 Ländern dieser Erde, vornehmlich auch mit eigenen Auslieferungslagern, eigenen Immobilien. Finanziell stabil, absolut schuldenfrei. Ja, es gab bei Forever keine Zeit, wo nennenswerte Schulden gemacht wurden in diesem Unternehmen. Es ist ein grundsolider Konzern und eigene Immobilien haben wir übrigens auch in Deutschland. Das ist unsere Deutschlandzentrale Schloss Freiham in München. Da können Sie auch gerne mal hingehen, ist überhaupt kein Problem. Das ist nämlich unsere Heimat für unsere Distributoren und für jedem steht da die Tür offen. Nun, was macht Forever Living Products noch? Forever übernimmt auch soziale Verantwortung. Das Projekt Forever Giving, wo wir viele Menschen unterstützen, zum Beispiel auf den Philippinen, als die schlimmen Unwetter waren und auf Haiti nach dem Erdbeben, überall da ist Forever mit ganz vorne dabei und hilft und gibt eben auch hier viel, viel Gutes. Bewusstsein und Verantwortung für die Umwelt ist für uns genauso wichtig. Alle Produkte von Forever Living Products werden ohne Pestizide angebaut, ohne Herbizide. Wir haben riesige Plantagen, werden Sie gleich sehen. Und auf diesen Plantagen, klar, wächst da auch Unkraut, aber da werden zum Beispiel Ziegen eingesetzt, um das Unkraut zu entfernen. Also es wird sehr viel verantwortungsvoll mit der Umwelt umgegangen und das Unternehmen ist einfach gewachsen. Gewachsen, gewachsen, gewachsen. Seit 1978 haben wir ein ständiges Wachstum. Mittlerweile sind es 2,6 Milliarden US-Dollar. Für mich interessant, als ich begonnen habe, vor 14 Jahren für dieses Unternehmen tätig zu sein,
Ja, für mich war eigentlich damals bezeichnend, dass es kein einziges Jahr gab bis zu dem Jahr, als ich begonnen habe und auch bis zum heutigen Tag, in dem der Umsatz geringer war als der des Vorjahres. Also es war ein stetiges Wachstum. Was tut Forever? Was macht Forever? Ich habe es schon erwähnt, wir pflanzen eben auf eigenen Feldern an und verarbeiten und stellen alle Produkte selbst her. Das können sich viele, viele Unternehmen am Markt da draußen überhaupt nicht leisten. Die meisten, ich möchte mal fast sagen, alle Direktvertriebsunternehmen, Networkunternehmen kaufen irgendwelche Produkte von irgendwelchen Herstellern und labeln die mit ihren Etiketten und bringen sie dann in den Vertrieb. Nicht so bei Forever. Forever stellt wirklich alles selbst her. Und hier möchte ich Ihnen mal ein ganz kleines Video zeigen. Muss ich nur kurz gucken, wo ich es finde. Hier haben wir einige Videos. Nehmen wir die kurze Version. Hier möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Video hier bei allen geladen ist. Einen Mann vorstellen, der ja verantwortlich ist bei uns auf unserer größten Plantage in der Dominikanischen Republik, wo unsere Pflanzen angebaut werden. Es ist allerdings nur eine von zwei großen Plantagen, die wir haben. Und das Video ist jetzt bei den meisten schon geladen. Ich fange jetzt einfach mal an und lasse es mal laufen und ich komme dann sofort wieder. Aloe Vera ist einzigartig. Ich bin Julio der Herr, aber die Leute kennen mich besser als Julio den Aloe-Mann. Einfach weil ich die ganze Zeit nur an Aloe denke. Ich baue jetzt schon seit über 20 Jahren Aloe an. Durch Forever habe ich die Möglichkeit bekommen, die größte Aloe-Farm auf der ganzen Welt zu leiten und die Fabrik zu managen, in der wir sie verarbeiten. Unsere Aloe ist die beste Aloe, die man auf diesem Planeten finden kann. Das garantiere ich. Wir haben die besten Böden und übers Jahr die genau richtige Menge Sonnenschein und Regen. Unsere Farm ist über 2000 Hektar groß. Und darauf wachsen momentan um die 30 Millionen Aloe-Pflanzen. Jede Woche ernten wir 500 Tonnen Aloe-Blätter. Am Tag machen wir daraus um die 45 Tonnen Aloe-Saft. Es ist die Qualität, die ein Unternehmen erfolgreich werden lässt. Wenn wir schon beim Anbau der Pflanzen auf Qualität achten, bekommen unsere Distributoren automatisch das bestmögliche Produkt. Ich produziere die hochwertigste Aloe, damit die Menschen auf der ganzen Welt ein glücklicheres und gesünderes Leben führen können. Das ist mein Job, Qualität anzubauen. Ich bin schließlich Julio, der Aloe-Mann. So, ich hoffe, Sie konnten das Video alle bis zu Ende anschauen. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit dieser Webinar-Plattform. Ja, ich hoffe, dass... Oh, habe nur schwarzen Bildschirm. Oh gut, das tut mir leid. Dann hat da wohl ein Plugin nicht funktioniert, aber in aller Regel funktioniert das mit den Videos. Nun, jetzt haben wir mal gesehen, wo die Produkte angebaut werden. Bei Julio, meine Frau und ich, wir hatten mal das Vergnügen, einen Tag auf dieser Plantage zu arbeiten. Und zwar frühmorgens um 4 ging es los mit Ernten, mit Waschen der Blätter, mit Extrahieren des Gels. Also es war wirklich ganz, ganz spannende Geschichte. Aber nicht nur, dass wir selbst anbauen, nein, wir forschen, wir entwickeln unsere eigenen Produkte bei Forever Nutraceutical. Also es ist wirklich alles in einer Hand bei Forever Living Products. Wir stellen definitiv die qualitativ besten Produkte der Welt her, wenn es im Thema Aloe Vera und Wellness geht und das von der Pflanze bis zum Produkt. Wir könnten Ihnen jetzt natürlich einige Produkte heute Abend vorstellen, aber da haben wir erstens ein anderes Webinar dafür. Da fragen Sie bitte Ihren Gastgeber, bei dem Sie heute sitzen. Da haben wir immer alle zwei Wochen am zweiten und vierten Montag eines Monats einen sogenannten Vital-Treff. Da werden die Produkte genauer vorgestellt. Aber ich weiß ja, wie Sie sehen, Sie sind ja alle neugierig. Deswegen habe ich noch einen zweiten Link für Sie vorbereitet. Wenn Sie mehr über die Produkte wissen möchten, zu den einzelnen Produkten, entweder Kosmetik oder egal welche Produkte wir haben, dann ganz einfach auf diese Internetseite gehen, www.produkte.webinar-meeting.de. Dort finden Sie 8 Stunden Videomaterial in einzelnen kleinen Filmen zu jedem Produkt etwas. Sie können sich auch hier gerne wieder diesen QR-Code kurz scannen und dann können Sie das
im Anschluss gerne alles ansehen. Ich lasse übrigens ganz zum Schluss eine Folie stehen, wo beide Internetadressen nochmal gut ersichtlich sind. So, der globale Markt, das ist ja mal was ganz Spannendes und vor allem was ganz, ganz Wichtiges. Wenn man Geld verdienen will, dann sollte man doch tunlichst in einem Markt zu Hause sein, der auch wirklich expandiert und der zukunftsträchtig ist. Und es ist ganz einfach die Wellnessindustrie. Ganz klar, die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge der Jahrgänge bis 64 war das, das sind der, oder 46 bis 64, das sind die geburtenstarken Jahrgänge. Diese Menschen haben heute einfach ein Interesse, gesund älter zu werden. Ja, ich zähle auch zu diesen Babyboomern. Man will ja gesund bleiben, man will fit bleiben, vital bleiben und man will da auch gute Produkte und man hat auch das nötige Kleingeld, um sich doch vielleicht mal ein gutes Produkt zu leisten. Und der Markt ist riesig. Der Markt allein der Körperpflegeprodukte hat weltweit einen Umsatz von 288 Milliarden Euro weltweit. Das ist schon mal gewaltig. Allein an Zahncreme, überlegen Sie mal, was 7 Milliarden Menschen im Jahr an Zahncreme verbrauchen. Das ist wirklich ein Markt, wo viel, viel Platz ist. Oder auch der Gewichtsmanagementmarkt, das ist heute auch ein Riesenthema. Übergewicht ist ein Riesenthema. Dazu haben wir dann auch noch ein Webinar, das immer am ersten und dritten Montag eines Monats stattfindet. Da geht es um das Thema Gewichtskontrolle, Gewichtsmanagement, Clean 9. Aber auch hier haben wir einen Umsatz von 500 Millionen Euro weltweit. Und das ist dieses Clean 9 Programm. Da hatten wir gestern Abend ein Webinar darüber und in 2 Wochen am Montag ist da wieder ein Clean 9 Vitaltreff. Fragen Sie auch bitte hier Ihren Gastgeber, da wird das alles ganz genau vorgestellt. Ich möchte Ihnen hier nochmal kurz 2 Ergebnisse zeigen von Natalie und von Ron, die mit diesem Programm in nur wenigen Tagen diese Ergebnisse erzielt haben. Das ist ein Riesenmarkt, ist ein sensationelles Produkt und bei uns im Moment ein enormer Wachstumsmotor. Nahrungsergänzende Produkte, auch das ist ein riesiger Markt, der ja vor vielen Jahren noch belächelt wurde, aber heute wissen die Menschen, dass sie ihre Nahrung ergänzen müssen, dass einfach Nährstoffe heute in hohem Maße fehlen in der normalen Nahrung und auch hier haben wir ein Umsatzpotenzial von rund 170 Milliarden Euro weltweit. Also ich glaube, da ist noch Platz für uns alle und Sie wählen jetzt Ihren Weg zum Erfolg selbst. Nutzen Sie die Produkte, ganz klar, jeder von uns nutzt natürlich diese Produkte, weil kein Mensch würde irgendetwas empfehlen, was er selbst nicht nutzt. Das war auch mein erster Schritt. Ich habe als erstes dann die Produkte ausprobiert. Teilen Sie die Produkte, teilen Sie mit anderen Menschen Ihre Produkterfahrungen, bauen Sie sich ein kleines Team auf, bauen Sie sich einen kleinen Kundenstamm auf und wenn Sie möchten, bauen Sie sich ein großes Team auf. Nutzen und teilen Sie die Produkte, bauen Sie 15 bis vielleicht 20 Endkunden auf und dann haben Sie ungefähr ein Einkommenspotenzial, das liegt so zwischen 250 bis 400 Euro im Monat. Entschuldigung, kennen Sie jemanden, der gerne 400 Euro im Monat extra hätte, so rund 5000 Euro im Jahr extra? Ich glaube, da gibt es massig Menschen da draußen. Ich habe erst heute Morgen im Frühstücksfernsehen, ich lasse mich immer durchs Frühstücksfernsehen wecken, aber da habe ich heute Morgen einen Bericht gesehen, dass mittlerweile sehr, sehr viel mehr Rentner in der heutigen Zeit einen 400-Euro-Job zusätzlich machen, aber nicht, weil es ihnen langweilig ist, sondern weil sie es machen müssen. Ich habe jetzt die Prozentzahl nicht mehr im Kopf, aber die hat sich in den letzten 3 Jahren, das weiß ich noch, verdoppelt. Also mehr als doppelt so viele Rentner oder Menschen, die in Rente sind, sind heute in einem 400-Euro-Job und das wirklich nicht aus Spaß, sondern weil es einfach notwendig ist. Bauen Sie sich ein kleines Team auf. Das können Sie nebenberuflich machen. Bauen Sie sich ein Team auf von 10, 15, 20 Partnern, jeder wiederum mit einigen Kunden und Sie haben ein Potenzial von 1.000 bis 2.500 Euro im Monat und das können Sie ganz locker noch wirklich nebenberuflich machen. Da helfen wir Ihnen dabei. Wir haben Webinare, wir haben Schulungen, wir haben Live-Veranstaltungen, all diese Dinge. Oder Sie entscheiden sich und sagen, okay, wenn schon, denn schon, so war es bei mir. Bauen Sie sich ein großes Team auf, bauen Sie sich ein internationales Team auf, bauen Sie sich Führungskräfte auf in Ihrem Team und Sie haben ein Einkommenspotenzial ab 2.500 Euro bis 25.000 Euro und wir haben viele Kollegen, die weit über diesen Betrag von 25.000 Euro liegen.
Ja, wir bieten Ihnen alles, was Sie brauchen. Wir bieten Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen. Fragen Sie auch hierzu bitte Ihren Gastgeber. Wir haben Trainings, wir haben Coachings, wir haben Starter-Trainings, Live-Veranstaltungen, alles schon erwähnt. Wir haben super Marketing-Tools für den Verkauf. So haben zum Beispiel jeder unserer neuen Geschäftspartner ab Start weg, ab dem ersten Moment, wo sie registriert sind, eine perfekte internationale Internetseite, die personalisiert auf ihren Namen ist. Sie können auch in Deutschland einen sogenannten Retail-Shop buchen, wo sie direkt im Prinzip ihren Kunden, wo sie ihre Kunden draufschicken können und die kaufen dort die Produkte. Die Firma schickt ihren Kunden die Produkte zu, aber das Geld landet bei ihnen. Wir haben nationale und internationale Events und Seminare und wir zeigen Ihnen in unseren Seminaren gern, wie Sie die höchste Position in unserem Vergütungsplan, die des Managers, in 5 Monaten erreichen können mit einer ganz einfachen und duplizierbaren Arbeitsweise. Was bietet Forever noch? Ja, wir bieten noch ein Forever to Drive. Das ist ein Car-Programm, wo Sie eben monatlich zwischen 400 und 800 € extra bekommen, um sich ein schönes Auto zu leasen. Sie können auch mit dem Geld gerne was anderes machen, aber dazu ist es eigentlich gedacht, weil man ist eben doch schon ab und zu mal unterwegs zu Kunden und Partnern und da ist ein nettes Auto immer ganz bequeme Geschichte. Und es gibt bei uns einen zusätzlichen Bonus, der einmal im Jahr verteilt wird und zwar von unserem Chairman Rex Mohn. Das ist der sogenannte Chairman's Bonus. Das war der Chairman's Bonus vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren. Ich weiß manchmal nicht mehr, wann ich wo war. Auf jeden Fall war das in Waikiki Beach, Honolulu, Hawaii. Und wie Sie hier sehen, da sind doch ordentliche Summen dabei. So 160.000 € oder 191.000 €. Da ist schon richtig was drin. Es kann allerdings auch noch ein bisschen mehr werden, wie zum Beispiel bei diesem jungen Herrn hier. Er kommt aus Deutschland und lebt allerdings mittlerweile da, wo die Sonne scheint und sein jährliches Weihnachtsgeld, das lag jetzt eben auch schon mal bei 1,2 Millionen US-Dollar. Auch nicht so schlecht. Nun, was macht er anders? Er ist schon 20 Jahre dabei, das ist ganz einfach. Das Interessante an diesen Schecks ist, dass Sie den nicht zugeschickt bekommen. Nein, Sie müssen den abholen. Sie müssen den selbst abholen. Und zwar war das dieses Jahr in Singapur, hier in diesem wunderschönen Sands Bay Hotel in Singapur oder mal in Hawaii oder nächstes Jahr in Südafrika. Dahin kann man sich qualifizieren. Es gibt bei Forever solche Reisen und glauben Sie bitte nicht, dass da 2, 3 oder 10 Leute eingeladen sind. Auf diesen Reisen sind mindestens 7.500 bis 9.000 Qualifikanten immer anwesend. Zusätzliche Vorteile, Sie haben ein anderes Lebensstil. Sie haben ein passives Einkommen. Ein Einkommen, wo Sie auch wirklich sich mal zurücklehnen können, wenn es dann mal läuft und haben ein regelmäßiges monatliches Einkommen. Wieso? Weil diese Produkte exorbitant gut sind, weil wir eine extrem hohe Nachkaufrate haben. Bis zu 80% unserer Kunden bleiben unseren Produkten ganz einfach immer und immer treu und das Schöne ist, es sind alles Verbrauchsprodukte, sie werden irgendwann leer und werden dann eben wieder nachgekauft. Ja, was muss man tun? Was sind die Erfolgsfaktoren? Natürlich müssen Sie hier was tun, natürlich müssen Sie hier arbeiten. Das ist vollkommen klar, aber ganz ehrlich, ich mache es jetzt seit 14 Jahren, aber wir haben immer viel getan, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich arbeite, weil ich ganz einfach eine Sache mache, die mir enormen Spaß macht. Deswegen empfinde ich es nicht als Arbeit. Denken Sie ruhig groß. Denken Sie wirklich. Sie haben die ganze Welt offen in diesem Geschäft. Treffen Sie sich mit Menschen. Seien Sie auch ein bisschen mutig. Genießen Sie unsere Produkte und seien Sie ganz einfach konsequent. Seien Sie 3 bis 5 Jahre konsequent. Scheuklappen drauf, nicht links und rechts gucken, sich in das System reinarbeiten, lernen, Ausbildung machen und dann einfach tun. Einfache Dinge immer und immer wieder tun. Das ist es, was es letztendlich ausmacht. Und dann müssen Sie es einfach machen und Sie müssen es einfach machen. Und dann funktioniert die Geschichte. Momente können das Leben verändern. Mein Moment, der mein Leben verändert hat, der war am 16. März 2001 in einem Wohnzimmer in Messel bei Darmstadt, als ich dieses Unternehmen kennenlernen durfte bei meinem Sponsor Horst Kelm. Und er hatte wiederum seinen Sponsor mit eingeladen, die weltweite Nummer 1, Rolf Kipp. Und ja, das hat mein Leben verändert. Da ist für mich ganz einfach der Startschuss gefallen. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die
das Leben von mir und von meiner Familie und mein Leben völlig, ja, bestimmt hat und die unser Leben in eine komplett andere Richtung gebracht hat. Es geht uns heute gut, wir leben an einem wunderbaren Ort, wir, ja, können Reisen genießen, wir arbeiten mit Freunden zusammen, man kann gar nicht alles aufzählen, was das alles für Vorteile sind. Entscheiden Sie sich jetzt zu starten, reden Sie jetzt mit Ihrem Gastgeber, bei dem Sie jetzt zu Hause sitzen, für den Fall, dass Sie jetzt nicht bei ihm sitzen, sondern sich das aus der Ferne angesehen haben, nehmen Sie jetzt gleich den Telefonhörer in die Hand, fragen Sie ihm noch ein paar Löcher im Bauch. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie heute Abend mir Ihr Ohr geliehen haben, dass Sie mit dabei waren. Ich lasse diese Folie noch etwas stehen hier, da können sich diese Internetadressen nochmal zu Gemüte führen, können sich noch den Vergütungsplan genauer ansehen, können sich die Produkte genauer ansehen. Ich sage Tschüss und Bye-bye, bis nächste Woche, da kommt ein anderer Kollege am nächsten Dienstagabend um 20 Uhr ist es wieder soweit, unsere Business-Präsentation. Ich sage Tschüss und Bye-bye, Ihr Dietmar Reichle aus Kreuzlingen. Tschüss.